Und heute spielen wir mal wieder den Einkaufs-Tycoon. In der letzten Folge habe ich ja hier in den Klamottenladen gekauft. Dann einmal, wie heißt das nochmal? Reifenladen, glaube ich. Irgendwie so. Und dann habe ich den Masseur, also Massage-Dingsbums gekauft. Und einmal noch, glaube ich, irgendein elektronisches Dings. Muss ich das, also Leute, eine Frage. Muss ich das hier verstehen? Also man, egal. So, wir wollen uns ja heute den neuen Dings hier kaufen. Einen neuen Shop. Und zwar Musik. Bürobedarf, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde erstmal Pflanzenladen machen. So, dann können wir uns auch direkt schon mal den zweiten holen, weil dann müssten wir auch bald weitergehen können. Hier machen wir Geräte vor. So, also mit wann kann man das hier freischalten? Hallo? Ah, scheinbar noch nicht. Scheinbar gibt es das noch nicht. So, 700, 700. Öfen kaufen, 1000. Waschmaschinen. Öfen, ja. Waschmaschine kaufen und da vorne nochmal Kühlschrank. Und dann kann ich mir die... ich habe den Namen davon vergessen. Perfekt. Die Kassen nicht kaufen, weil ich ein paar 20 Euro zu wenig habe. Aber da sind auch meine 6000 wieder. Also das Geld kriege ich jetzt definitiv schnell. Passe. Ja, fertig. So, jetzt können wir uns nochmal das hier kaufen. Zack. Zack. Z-Teil kaufen. Aha. Kaufe Pflanze, ja. Bank kaufen. Und jetzt habe ich wieder kein Geld. Okay. Nicer Tycoon auf jeden Fall. Boden 3. Also es geht anscheinend noch Etagen weiter höher. Es ist auf jeden Fall nice. Wenn man hier höher gehen kann. So, wir kaufen uns aber jetzt erstmal das hier. 88 Euro die Sekunde kriege ich. Dollar. Kaufe Setzlinge. Ja. Dünger kaufen, Kisten kaufen und Sträucher kaufen. Töpfe kaufen. Und Kasse. Fertig. Dein Einkommen ist jetzt 98 Dollar die Sekunde. So, und dann müssen wir mit 4100 das nächste kaufen. Oder was ist das da? Achso, das ist da, wo ich das Geld herbekomme. Genau. Okay, 4100 war das, ne? Ja, direkt wieder dahin gehen. Warum bin ich eigentlich der größte Mensch hier? Egal. Fuck. Oh, alles klar. Also, Sitze kaufen. Kaufe Pflanzen, okay. Geht es denn noch weiter oder? Ah, ne, man muss dann wahrscheinlich. Ah, doch, hier oben geht es noch weiter. Warte, ich gucke jetzt mal kurz, ob man hier hochkommt. Nee, geht's nicht. Kaufen. So. Okay. Und dann laufen wir erstmal bis nach da vorne. Und kaufen uns jetzt hier nochmal diese Pflanze hier rechts. Zack. So, ja, dann können wir hier Sitze kaufen. Nochmal Sitze kaufen. Noch mehr Sitze kaufen. Sitze und noch mehr Sitze. Und noch mehr. Ey, noch mehr Sitze. Und. Noch einen Sitz. So. Pflanze kaufen. Smoothie irgendwas kaufen. Noch eine Pflanze kaufen. Und nochmal irgendwas kaufen. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Also das hier wird wahrscheinlich so eine Mensa eher gesagt. Also wo man ein bisschen essen kann. Boden kaufen. Rolltreppe kaufen. Okay. Also man kann sich jetzt einen Boden kaufen. Auch schon nicht schlecht. Das holen wir uns aber alles später, weil ich erstmal diesen Raum fertig machen will. Ja. So, können wir hier nochmal Sitze kaufen, dann nochmal eine Pflanze, dann irgendeinen Shop. Nochmal eine Pflanze, nochmal einen Shop und einen Burger-Shop.
Und noch eine Pflanze. Dann das, dann das, dann das. Noch eine Pflanze und ich habe wieder keinen Gate für einen Hühnerstall. Ja, aber die Pflanze kann ich noch kaufen. Ah, ich verdiene jetzt sogar schon 123 die Sekunde. Geil. Leute, auf jeden Fall, wenn ihr mehr von diesen drei Kunden haben wollt, dann lasst gerne ein Like da. Da kommt definitiv noch mehr. Wenn halt nicht, dann nicht. Oder so. Dann muss ich mal gucken, ob da dann noch so eine Folge hier von kommt. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, fertig sind wir hiermit auch. Jetzt sitzen hier sogar schon Leute. Dann können wir uns jetzt einmal den Boden kaufen. Wow, auch mal endlich jetzt ein Boden. So, dann können wir eben hier kurz mal auf 20.000 sparen. Und das spare ich euch eben kurz, denn ich skippe das kurz. So, da bin ich wieder. Und wir können uns jetzt auch direkt die Rolltreppe kaufen. So, ein bisschen links hoch. Ich habe einen Brief. Oh, Fortschritt Level 1. Auf 4. Also von 4. Das neue Einkaufszentrum von Sunno Gaming wächst weiter in die Höhe. Das Einkaufszentrum hat sich zu einem lokalen Hotspot für Robloxianer entwickelt und es wird erwartet, dass es weiterhin schnell wächst. Kunden empfinden glücklich über das Einkaufszentrum bisher. Ein Spieler gab an, meine Freunde und ich liebten es, das Einkaufszentrum zu besuchen. Ein anderer kommentiert, geiles Einkaufszentrum. Tycoon-Fakten. Die Tycoon-Genre wurde durch den Spieler Bereza bekannt. Nach dem Erfolg des Spiels zwei Player Gunfanger ist kostenlos Tycoon-Kit. Viele Entwickler waren begeistert davon. Okay, ja, bla bla bla. Wir kaufen uns erstmal Beleuchtung und direkt auch mal einen neuen Shop, weil wir haben da jetzt Geld. Oh, eine Eisdiele oder ein Computer. Also, da kann ich nicht widerstehen beim Computer. Ultimate General wow, Beauty Stores. Also, irgendeiner will mehr Beauty Stores. Kaufbereich. Was? Kann ich hier vorne einen Kaufbereich kaufen? Alles klar. Monitore kaufen, ja. Dann noch Mäuse kaufen. Man muss ja auch irgendwie das machen können. Dann halt schon Stühle und nochmal Monitor kaufen und Schild New. Und dann kaufen wir uns gleich nochmal eine Kasse. Die haben wir nämlich auch direkt drin hier. Also ich soll mehr Beauty-Dinger kaufen. Okay, dann sparen wir mal eben kurz auf 9k. Die haben wir ja auch gleich irgendwann mal. Und dann, vielleicht regelt sich's dann. So, ich habe das Geld jetzt eben gesammelt. Oh. Hast das Falsche gekauft? So, und jetzt gucken wir mal nach einem Beauty irgendwas. Was ist denn Beauty? Also, das ist halt nur Kleidung. Ja, können wir nicht machen, wenn wir das sagen. Build less Elektronik. Build more generell or Beauty Stores. Ach so. Ah ja, ich check's jetzt. Warte, das machen wir jetzt. Also ich soll generell andere Dinge kaufen. Ja, das mache ich dann jetzt. So. Ah ja, jetzt ging's hoch. Also ich soll jetzt mehr Food- und Kleidungsstores machen. Also mehr Essenssachen irgendwie. Okay. Ich habe das System jetzt hier ein bisschen alles verstanden. So einen Aufzug kaufen, ja, das machen wir. Ja, 700 für eine Pflanze. Da machen wir jetzt erstmal das. Oder wir machen eben, naja, wobei, nee, wir machen jetzt mal das hier. Also ich würde sagen, ich spare nochmal eben kurz aufs Geld. Und dann können wir hier diese beiden machen. Okay, Leute, ich habe jetzt ein bisschen gespart. Ich glaube, das reicht definitiv nicht. So, also ich weiß nicht, ob es reicht, auf jeden Fall. Dann können wir uns jetzt hier erstmal die Regale kaufen, dann ein Filmposter. Die Kasse natürlich, noch mehr Regale kaufen und dann noch ein Regal. So, dann haben wir das fertig. Können wir uns jetzt hier das Kaufbereich da kaufen. Ein Geländer, das. Noch ein Geländer, das. So. Können wir uns jetzt hier noch einen neuen Shop holen.
Mehr Essen und mehr Beauty. Ah, hier, Schönheit. Okay. Perfekt. Gut, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, Leute. Jetzt habe ich ein bisschen wieder Geld. Und jetzt kaufe ich mir erstmal hier wieder ein Regal, dann Spiegel, dann Stühle, dann Kunst. Keine Ahnung. Nochmal Sitze, einen Tisch und eine Kasse. Fertig. So. Dann kaufen wir uns hier gleich nochmal den Kaufbereich. So. Kaufbereich. Pflanze, Bank. Und ein Mülleimer. Noch eine Pflanze, noch eine Bank. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. So. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's aber erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Dann kommt auf jeden Fall mehr von diesem Spiel. Ja, schaut gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Abonniert mich und Co. Was weiß ich. Abonniert mich auf jeden Fall und lasst gerne ein Like da. Und auch einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Und dann, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.